Die Teillegalisierung von Cannabis kann zum 1. April in Kraft treten. Die amtierende Präsidentin des Bundesrats, Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig, hat das Gesetz unterschrieben. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach verweist darauf, dass die bisherige Drogenpolitik gescheitert sei. Sie habe weder Minderjährige vor Cannabis geschützt, noch sei die Qualität auf dem blühenden Schwarzmarkt sichergestellt. Außerdem binde die Verfolgung von Konsumenten wertvolle Kapazitäten bei der Polizei. Im öffentlichen Raum soll der Besitz von 25 Gramm Haschisch oder Marihuana straffrei bleiben. Anbau und Abgabe sollen vorerst über Vereine ermöglicht werden. Im Eigenanbau zu Hause sind 3 Pflanzen erlaubt. Die Reform tritt ab 1. April in Kraft. Die Anbauvereine sollen ab 1. Juli ihre Tätigkeit aufnehmen können. Die Vereine dürfen maximal 25 Gramm Cannabis pro Tag an ihre bis zu 500 Mitglieder abgeben und 50 Gramm pro Monat. Mitglieder können nur Erwachsene werden. Die Clubs dürfen darüber hinaus Samen und Stecklinge an die Mitglieder weitergeben. In den Clubs selbst darf nicht konsumiert werden. Für jüngere Konsumenten hat das Gesundheitsministerium eine Aufklärungskampagne gestartet. Im näheren Umkreis von Schulen, Kindereinrichtungen und Spielplätzen ist der Konsum verboten. Auch in Fußgängerzonen soll das Kiffen tagsüber nicht erlaubt sein.